Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Das wird ein kleines Unboxing bzw. ein kleines Vorstellungsvideo. Und zwar habe ich neulich im Interspar ein Multitool gefunden für 3 Euro von der Marke Lampa. Und da ich ja dringend eins brauche, habe ich es natürlich gekauft für dieses kleine Geld. Ja, am liebsten hätte ich natürlich einen Leatherman, aber kosten halt leider viel. So, heute mal Unboxing nun mit dem Colt CD605. Habe ich lang nicht mehr vor die Kamera gehalten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich habe auch noch keine Ahnung, ob es gut ist. Okay, für den Preis. Naja, schauen wir mal. Und ihr seht, das Colt gleitet hier wirklich durch. Das ist ein fantastisches Messer. Link natürlich in der Videobeschreibung. Und hier haben wir das Multitool. Beziehungsweise hier haben wir die Tasche. Eine kleine Nylon-Tasche. Aber jetzt zum Multitool selbst. Okay, es hat schon wenig Spiel. Hier ein wenig verdreckt. Das hier kann man alles sehr, sehr schön einklappen. Na, das ist doch mal eine kompakte Größe, würde ich sagen. Survival bei Lampa. Okay, naja. Auf der Verpackung steht jedenfalls fürs Auto geeignet, für den Campingwagen, fürs Radfahren, fürs Campen und fürs Wandern. Hinten finden wir nochmals alle Beschreibungen, die ganzen Funktionen. Dann haben wir hier noch stehen, dass es kein Spielzeug ist, die Sicherheitshinweise. Finde ich aber wirklich gut. Also das Teil hier ist idiotensicher. Liegt eigentlich recht gut in der Hand, aber man merkt schon, es ist halt billig. Schauen wir mal, wo haben wir denn die Klinge hier? Ja, die könnte doch ein wenig scharf sein. Das könnten wir jetzt einfach mal testen mit einem Stück Papier. Ja, okay, die reißt hier. Naja, okay. Wohl eher nicht so scharf. Verkeilt sich auch hier ein wenig, falls ihr das gerade auch gesehen bzw. gehört habt. Naja, was soll ich sagen? Für den Preis, okay. Irgendwo fragt man sich, wo fließt da das Geld hin, bzw. wieso kann so etwas 3 Euro kosten? Ich meine, das wird sicherlich in China hergestellt, da bin ich mir fast sicher. Dann mit den ganzen Lieferdiensten und so weiter. Ich meine, das kostet ja auch. Und dann das Produkt noch 3 Euro, das ist doch ein wenig. Ja, ich möchte jetzt nicht auf alle einzelnen Tools hier eingehen, aber es macht so einen wirklich billigen Eindruck. Wie gesagt, ich bräuchte mal einen Leatherman. Irgendwann, wenn ich mal das Geld habe. Aber jetzt werde ich das mal probieren, beziehungsweise schrotten, habe ich so das dumpfe Gefühl. Ja, und das war's jetzt schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Video zu liken, zu teilen. Und wenn ihr hier zum ersten Mal seid, den Kanal zu abonnieren. Bis dahin, euer Dirty Cross. Ciao.